Einen schönen guten Tag. Willkommen zu einem weiteren Ründchen. Another Brick in the Mall. Interessant wird jetzt, ob unser Supermarkt noch funktioniert. Der ist ja jetzt neu. Ich habe ja jetzt eigentlich da oben nur noch Videospiele und das Geschäft. Mhm. Das war eigentlich mein Spirituosenladen, aber okay. Ah, Spirituosen sind nur 50%, daher ist es nur ein Geschäft. Ich verstehe den Ansatz. Da müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo noch Spirituosen reinkloppen. Ah, warte, wir machen hier Bier weg und nochmal Spirituosen rein. Und dann sollte das über 50% sein. Und dann ist es ein Spirituosengeschäft. Die können, naja, ich weiß nicht, ob die erstmal da oben stehen bleiben. Ich bin etwas unentschlossen. Aber auch noch diesen komischen Drogeriemarkt, den würde ich gerne vielleicht einen Tick größer bauen. Das würde ich irgendwie gerne machen. Ist eine Tendenz. Da weiß ich aber auch noch nicht so richtig, wie, wann, wo. Ich bin da noch ein bisschen unentschlossen. In welchem Geschäft ist denn jetzt im Pillenstore? Aha. Da weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Ist das hier? Hier? Das ist die Sicherheitszentrale. Moment, Pillenstore? Der da. Ah, okay, da ist Stress. Warum ist da Stress? Einen Augenblick bitte. Achso. Kann ich nicht mit B. Stell mir da eine Selbstbedienerkasse hin. Dann wird die Sache schon gehen. Ah ja, das ist doch. Das ist das Büro. Seit wann arbeiten die in dem Büro so lange? Das ist verwirrend. So, was wollen sie gerne? Haushaltswaren und Damenschuhe. Aha, dafür braucht man ein einzelnes Geschäft für Damenschuhe. Na ja, gut, das ist nachvollziehbar irgendwie, ne? Nachvollziehbar. Wir würden das, genau, das, die Drogerie würde ich irgendwie gern hier nebenbauen. Wenn es denn mal soweit ist. Ah, komm schon, die ganzen Mitarbeiter. Jetzt schon wieder zur Sache. Nacht ist rum. Tag geht ab. Müssten dann vielleicht das Parkdeck da auch nochmal wegmachen, ne? Das müsste vielleicht woanders hin. Eigentlich wäre ja, warte mal. Ah, schade, das habe ich ein bisschen verkackt, würde ich sagen. Aber das ist nicht so schlimm. Wir machen das so, dass wir jetzt hier machen wir das mal so. Wenn ich hier eine Tür mache, dann ist die da. Das heißt, das muss eins breiter. So. Dann haben wir da schon mal so einen Gehweg. Und dann machen wir hier mal noch so einen Gehweg hin. Wo ist denn jetzt schon mal der Stress? Ah, hier ist Stress. Toll. Im Pillenstore und Daldi. Warum ist denn Pillenstore noch Stress? Da habe ich doch schon eine Selbstbedienungskasse. Das Problem ist, hier kann ich keine weiteren Kassen hinstellen, außer hier unten dann. Da müssen sie irgendwie mit leben. Ah, wobei, das stimmt nicht. Ich könnte schon noch. Aber wir bauen jetzt erstmal weiter. War so. Da kommt die Tür hin. Ist das so, ne? Machen wir hier auf der Seite genauso. So. Dann bauen wir hier unten eine Tür hin.
Ist auch nicht ganz mittig, der ganze Quatsch, aber naja, gut, ist wie es ist. Oh nein, jetzt baut er da die Wand ab. Warum macht er denn sowas? Was soll dann der Quatsch? Hör auf damit. Ist doch nicht die Wand da weg. Ach, Kinder, Kinder, Kinder. Was ist denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, was sie jetzt von mir wollen. Oh. Ich habe irgendwie das Gefühl, sie hängen fest. Da hängt keiner. Okay. Ich habe das Gefühl, er hängt fest. Oh, ich habe nur noch 80.000. Geht denn das ganze Geld hin? Aber ich mache pro Tag nur 20 aus irgendeinem Grund. Das ist irgendwie beschämend. Warte mal, wir können doch bestimmt das hier abreißen, oder? Kann ich mir vorstellen zumindest, dass das geht. Ob das wirklich geht, habe ich nicht so eine Ahnung. Da hinten haben wir eine Tiefgarage. Das war auch eine meiner besseren Ideen. Wird sich dann zeigen, wie gut die Ideen wirklich waren. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen abwarten. Was ist denn jetzt? Ach, da ist wieder ein Baumarkt. Ah. Hatte ich das nicht schon mal? Wir warten auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen ab. Ja, das tun wir, weil Geld. Geld, Geld. Finanzielle Mittel. Fehlen ein kleines bisschen. Jetzt mehr Gehälter, aber weiß nicht warum. Aber vielleicht einfach weniger Leute. Das hier war ein Baugartenmarkt, ne? Oh ne, Elektrohaushalte. Ah, okay, das sind die Handys. Genau, das waren die Handys. So war's. Das Handy-Ding könnten wir eigentlich hier machen. Was habe ich denn jetzt an Geld? Wir können nochmal was bauen. Ja, das halte ich für eine gute Idee. Hier machen wir nur einen Dreier hin. Den machen wir dann bis da vorne. Ach, das wird doch, ja, ich weiß, du hast wieder einen unzugänglichen Bauauftrag. Irgendwie würde das schon hinkriegen. Das sieht auch nicht richtig aus. Da habe ich nur einen Zweier gebaut, wenn ich das richtig sehe. Moment. Wir machen das mal ganz fachmännisch so. Ganz fachmännisch so. Das wird hochprofessionell. Und weitestgehend kannst du eigentlich auch den nicht machen. Das geht theoretisch auch nicht. Da musst du theoretisch, musst du hier so. Ich hoffe, dass das dann alles so seine Richtigkeit hat. Ja, die Wand da ist schlecht. Das machen wir eher weg. Und hier muss auf jeden Fall ein Fundament hin. Danke. Und dann sieht das eigentlich ganz annehmlich aus. Das ist aber alles so unheimlich teuer, ne? Muss ich mal sagen. Der steht immer noch fest und ist hier unten festgefressen. Da machen wir mal vielleicht
Danke. Wand weg und machen einfach eine neue hin. Dann ist der nämlich frei. Und vielleicht bauen sie das ja mit der Wand dann, aber da kommen sie sogar mit mehreren an für. Und jetzt hängt er fest, ne? Mal wieder. Pass mal auf, wir machen das ganz einfach. Für so Fälle bauen wir hier mal eine Tür hin. Ja, für so Fälle bauen wir da mal eine Tür hin, damit der da raus kann. Zack. So. Jetzt haben wir ein Rattenproblem. Jetzt haben wir... Ja, was wollt ihr denn? Ich habe doch eigentlich schon, und das muss man ja mir zugute halten, ich habe eigentlich Hausmeister. Ich weiß nicht wie viel, aber ich habe Hausmeister. Ich gehe mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe eigentlich, ich finde, dass ich sehr viele Hausmeister habe. Das nicht heißt, dass es der Wahrheit entspricht. Also. So, wir machen jetzt hier diesen Haushaltselektronikladen, der kostet, ich habe 100.000. Das ist alles ganz schön. Ich weiß nicht, ich mache nicht mehr so viel Gewinn. Das ist ein kleines bisschen belastend vielleicht. Nur so am Rande. Ich habe uns vielleicht eher in die Pleite geführt. Naja, so ist das. Das hier ist übrigens auch totaler Schwachsinn, was ich da gemacht habe. Und da reißen wir erstmal die Tür ab. Und dann reißen wir die Tür ab. Und dann bauen wir zwei Wände. Ne, warte mal, da bauen wir gar keine Wand. Das lassen wir erstmal so. Ah, da sollte ein Lager hin, ne? Genau, eigentlich sollte da mal ein Lager hin. Und der hier ist eigentlich zu breit oder zu schmal, je nachdem, wie man das sieht. Und dann, theoretisch könnten wir den hier schon mal verlängern. Machen wir dann so. Warum geht denn das nicht? Ach, guck an, ich habe kein Geld mehr. Ist ja ein Witz. Habe 500 Kunden vor Ort, Belohnung 30. Toll, das ist schön. Ne, warte, wir machen den Schuppen mal hier hin. Ja, ja, ich mach gleich. Und dann... So, mal gucken, das sind 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Das ist einer zu wenig, das heißt... Das müsste technisch gesehen eher so. Sobald ihr die Türen da reingesetzt habt, sind die Bauaufträge total machbar. Weiß nicht, was die für Probleme haben. Ach, nee. Warte. Bauen, abreißen. Zack. So. Machen wir erstmal das weg. Naja, und falls sie anfangen würden, hier die Tür zu bauen, da wäre die Sache ja safe, ne? Weiß ich ja nicht, aber das mit der Tür scheint ein echtes Problem zu werden. Ah, jetzt haben sie das mit der Tür hingekriegt, gut. Das finde ich ist löblich. Da habe ich wieder ein Rattenproblem. Jetzt ist es hier hinten. Können wir gegen die Ratten mal irgendwas machen? Aha. Da. Oha. Also es ist wieder Pandemiezeit, ne? Naja. Ist wieder Pandemiezeit. Und da fehlen natürlich dann auch Kassenkräfte, das ist ja klar. So, da müssen wir jetzt hier die grünen Tische hinstellen. Da machen wir grüne Tische. Kasse kommen zwar... Da nach hier unten. Gut. Grüner Tisch, grüner Tisch, grüner Tisch, grüner Tisch. Grüner Tisch, grüner Tisch. Drehen? Wie war das? Akku. Ist auch immer irgendwie anders, ne? Ist ein bisschen Katastrophe. So, was müssen da jetzt drauf? Smartphones, Fernseher und sowas. Okay.
Wir brauchen dafür aber auch erstmal noch ein begehbares Lager. Da würde ich erstmal... Da müssten wir erstmal... Ich mache hier einfach so ein Ding hin. Und dann machen wir da eine Personaltür rein. So zwei und eine hier. Und dann muss das Ding noch eins breiter. Und zwar so. Und irgendwann, früher oder später, werden sie das wohl auf der Reihe kriegen. Jetzt bauen wir noch ein bisschen Fußboden. Da finde ich, die sind noch drin, die Fußböden. Das finde ich kritisch. Ich wollte hier den... Nimm einfach das. Das nehmen wir. Packen das hier rein. Und freuen uns. Irgendwie ist hier ganz schön Alarm. Was ist denn da los? Sauberkeit lässt zu wünschen übrig. Okay. Wir haben Kasse. Hier kommen sie nicht hin und her. Zu viel, zu viel. Zu viel und... Ratten. Pass mal auf, ich habe eine Idee, was wir da bauen. Machen wir hier eine Müllabfuhr. Nein, nicht direkt vor die Tür. Dahin. Direkt vor die Tür kommt einfach ein Stück Straße. So, das sieht bestimmt schöner aus. Wir haben jetzt schon Ratten. Ah ja, da. Na gut, da oben ist der Müllabladeplatz, ist da. Ich finde das mit dem Müll, das könnten sie auch mal irgendwie auf die Reihe kriegen, so langsam. Wir bauen mal hier einen Mülleimer hin und da einen Mülleimer hin. Vielleicht läuft es dann besser. Hier haben wir... Wir haben Ratten. Wir haben Sauberkeitsprobleme. Na, das sehe ich selber. Was ich auch nicht verstehe. Wie gesagt, ich bin der Ansicht, dass ich eigentlich genug Hausmeister habe. Aber offensichtlich ist das eine falsche Annahme. So, da müssen wir Sachen zuweisen. Und zwar, hier ist ein Geschäft. Und hier ist ein Lager. So. Dann können wir jetzt hier Laptops drauflegen. Hier können wir Smartphones. Ah, warte mal, ich muss erst noch die Sicherheitswarn. Irgendwie hier. Das ist ja dämlich. Moment. Ich versetze den Tisch einfach eins nach links jeweils. Also hier nach links, da nach rechts. Dann kann ich hier das Ding hinstellen. Und dann stellen wir hier das Ding hin. Und den Tisch, den verschieben wir auch nach da. Was haben wir? So, hier das Ding braucht noch... Ja, ich brauche eine Kasse, ich weiß. Ich baue eine. Da ist eine Kasse, die drehen wir so, das... Jetzt? Was ist denn jetzt? Keine Ahnung, aber es war irgendwie eine... Es war fehlgeleitet. Was haben wir denn jetzt hier? Smartphones, Laptops. Tablets. MP3-Player. Kameras. Hier können wir Fernseher draufschmeißen. Spielkonsolen. Laptops. Mal noch so ein Ding mit Smartphones. Was ist hier? Tablets, komm her. Scheißegal. So, jetzt verwalten wir das Geschäft und verbinden das Lager. Öffnungszeiten von 6 bis 10. So, das hier, Personal, versetze alle Mitarbeiter, Geschäft 21 dürfte das gewesen sein. Versetzen. Oh. Das war Geschäft 21, wir haben schon wieder Ratten. Jetzt türmt sich der Scheiß da. Verstehe nicht, warum da keiner was rausbringt. Die Hausmeister sind mir ein Rätsel in dem Spiel. Verpasste Verkaufsmöglichkeiten. Nee, das kannst du mal machen. Passieren lassen. Kunden gehen hungrig, weil, ja. Was soll ich jetzt machen, Freunde?
Ich kann es jetzt gerade nicht ändern. Jetzt gerade wird hier erstmal der Verkaufsstore gebaut. Pass mal auf, wir machen hier noch eine Personaltür hin. Kommen ja noch mehr Geschäfte. Zwangsläufig. Das sieht irgendwie total schön aus hier. Also eigentlich sieht alles total Käse aus. So, was ist denn das hier? Für einen Schuppen. Das ist der Gartenbaumarkt. Okay, da für einen Gartenbaumarkt braucht man grüne Tische. Und so ein Kernproblem ist es, dass das Parkhaus dasteht. Ich persönlich hätte dafür eine gute Idee. Letzten Endes. Das Problem ist, man kann so ein Parkhaus halt auch nicht verschieben. Du kannst es einfach nur abreißen. Das ist das nächste.